Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Village Total War. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Im letzten Part haben wir schon mal ans Tor von der Hornburg, also von Helms Klamm, geklopft, aber dann festgestellt, dass das per Skript ein paar Verstärkungseinheiten für die Provinz gibt und dann haben wir uns da noch nicht ganz rangetraut. Wir werden erstmal hier drüben, haben wir eine Aufgabe bekommen, Dunlus Tir zu erobern, und ich denke, an das machen wir uns auch mal. Davor werde ich allerdings natürlich ein paar Truppen, weitere Truppen mitnehmen. Und so wie es aussieht, müssen wir dann erstmal nochmal eine Runde warten. Aber wir können die Armeen auf jeden Fall schon mal vereinen. Das ist schon in Ordnung. Die 13 hier nehme ich auch mal noch mit. Genau, und dann können wir mal M drücken, das passt. Hier kommt ja auch schon wieder Nachschub. Ich denke, wir könnten dazwischen auch mal eine Einheit Bogenschützen mal wieder rekrutieren. Ich denke, vielleicht sogar so eine Einheit Beast Slayers, oder? Ja, warum eigentlich nicht? Nehmen wir mal so eine Einheit Beast Slayers dazwischen. Und vielleicht, ja, nochmal eine Einheit Piken, ich weiß gar nicht. Wie viele haben wir davon jetzt? 2. Also auch mal nochmal eine Einheit Piken. Ja, nehmen wir auch noch. Ihr seht, so schnell ist unser Geld wieder weg. Ich habe es im letzten Part auch gesagt, ich bin mir nicht sicher, wie viel wir hier investieren können. Auf jeden Fall, nächste Runde wird dieses Gebäude hier mal in Auftrag gegeben. Das wird dann auf jeden Fall gebaut, damit wir hier um Ginnerath eine Mauer drumherum haben. Genau, und da bin ich schon ganz gespannt drauf, wie das dann wird. Wir sollten auf jeden Fall dann auch neue Truppen nach Foldburg ziehen, für den Fall der Fälle, dass wir dort angegriffen werden. Was ja immer passieren kann. Die Clans von Innetwight, okay. So. Ja, aktuell, ihr seht, also es ist absolut, man kann sagen, eine Kriegswirtschaft, die wir hier betreiben. Also wirklicher wirtschaftlicher Ausbau ist aktuell einfach nicht, weil wir gar kein Geld dafür haben. Ja, auch dieses Gebäude würde ich eigentlich ganz gerne bauen, aber geht nicht. Dol Guldur wird belagert. Ui, das ist natürlich gar nicht gut. Keandros wird belagert, das ist wiederum gut, aber das passiert ja gefühlt jede Runde. Ja, also wir können gar keine anderen Gebäude bauen, weil wir hier so mit beschäftigt sind. Ja, wie soll ich sagen, halt Truppen zu rekrutieren. Wo ist denn jetzt diese Stadt hier? Da drüben. Oh, das ist aber ganz schön weit weg eigentlich, aber wir werden trotzdem mal da hinziehen. Und dann hat er hier wirklich, hat er hier Truppen abgezogen aus der Hornburg, ja, der hat Truppen abgezogen hier. Ein bisschen was. Jetzt könnte man sich natürlich überlegen, ziehen wir die Truppen hier gleich wieder ab, sind dann halt nicht mehr unterhaltsfrei. Aber wir hätten es halt in Foldburg drinnen. Oder lassen wir uns da mal eine Weile. Zumindest mal eine Runde vielleicht. Aber es kann halt sein, dass er uns damit belagert. Deswegen werde ich die Truppen hier wieder abziehen. Jetzt machen wir gleich wieder eine Stange weniger Geld. Ja, das ist halt einfach so. Genau, aber damit müssen wir eben leben. Das ist einfach aktuell so eine Sache, ja. Gut, aber wenigstens wird die Provinz da ausgebaut und ich sag mal, wenn wir vielleicht alle paar Runden mal wenigstens eine Einheit rekrutieren können, umso schöner. Allerdings sieht es so aus, als würde Dunlus Tir kein Problem werden. Denn da sind... Oh, doch, es wird ein Problem. In der Provinz selber oder in der Stadt selber sind nur 3 Einheiten, aber ihr seht's. Da stehen noch ein bisschen andere Gegner zwischen uns und der Stadt. Oder dem Dorf, wie auch immer. Um die müssen wir uns dann natürlich kümmern. Ja, oh, hier haben sie jetzt auch Truppen gesammelt. Wahrscheinlich hier neue rekrutiert und rausgezogen. Interessant. Vale of Dorvinion und Dol Guldur sind jetzt auch im Krieg. Mit den Dunländern haben wir verbesserte Beziehungen. Schön. Ja, wollen wir weitere Einheiten gerade rekrutieren? Ich denke erstmal nicht. Vielleicht können wir uns wirklich mal noch an ein, zwei Gebäude setzen, die uns interessieren. Weiß nicht, in Isengard selbst vielleicht. Building Crowns. Könnten wir allerdings hier drüben auch brauchen. Oder in Derwatt.
beginnt. Ja, ich weiß auch nicht. Also so Schreine von Melkor wären zum Beispiel auch mal eine Sache, die wir durchaus anstoßen könnten, um einfach die Zufriedenheit auch zu erhöhen dann. Ich würde sagen, wir bauen mal den Building Ground hier. 10% weniger, das sind 170, 175. Ja, ist halt die Frage, gell? Wir holen halt, bis wir das halt reingeholt haben durch Bauprojekte, braucht es halt echt eine Weile, weil jetzt, wenn ich mal überlege, 10%, dann sind wir hier bei 175, 385, 400, 385, 485, 635 oder und so weiter und so fort. Also da können wir eine Stange an Gebäuden bauen, bevor wir das hier reingeholt haben. Und in unserer aktuellen engen Situation, was das Geld angeht, wird es sich vielleicht eher lohnen, wenn wir einfach direkt auf bestimmte Gebäude setzen. Ich möchte mal ganz kurz gucken, welche Straße sich denn hier am meisten lohnen würde aktuell. Naja. Hier gibt es wenigstens ein bisschen Geld. Hier können wir gar keine Straße bauen. Da unten auch nicht. Wisst ihr was? Beziehungsweise wir machen das anders. Wir werden hier drüben in Bregnas, das halte ich doch für eine relativ wichtige Provinz für uns, die wir gut ausbauen können mit der Zeit. Hier werde ich mal den Building Ground bauen und dann so ein Hunting Hut vielleicht hinterher. Das würde sich lohnen, einfach damit wir Nahrung kriegen, um mehr Steuerzahler quasi zu haben. Das ist viel sinnvoller, als die Straßen mit denen anzufangen, denke ich mir. Aktuell so ein bisschen. So, jetzt haben wir hier wieder eine Schlacht vor uns, liebe Leute, würde ich sagen. Davor werde ich aber auch nochmal diese beiden Truppen hier abziehen und hier reinpacken. Ja, jetzt könnte man sich überlegen, vielleicht wäre doch nochmal eine Einheit in Auftrag geben, ganz cool. Naja, vielleicht, wenn wir die Armeen hier besiegt haben und Geld bekommen durch die Camps, die wir hier besetzen. Also, hier kann sich auf jeden Fall keiner darüber beschweren, dass wir zu wenig Schlachten haben in diesem Let's Play. Das wird eine interessante Schlacht. Oh, 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 oh. Könnten natürlich auch bei Nacht angreifen. Ja, sind ungefähr, also sind auf jeden Fall mehr Soldaten als wir haben. Farmhand, Pikeman, Farmhand meine ich nicht, Head. Hand, und viele Reiter eben. Wir haben zweimal Piken. Plus einmal Speerträger, wie es aussieht. Ja, wir bemühen uns und hoffen das Beste für diese Schlacht. Und wir müssen natürlich auch so viele wie möglich töten, weil die, sonst haben wir mit denen nochmal in Dunlos Tier zu tun, die wir jetzt hier nicht besiegen. Ja, ich denke, wir schlagen es aber trotzdem. Wir werden uns nicht zurückziehen. Bin gespannt. Und hoffe wirklich das Beste, dass wir nicht zu viele Leute verlieren. Weil wenn wir uns wirklich quasi an das Ziel Helms Klamm setzen wollen, dann sollten wir nicht zu viele Leute verlieren. Vor allem, weil ja immer die latente Gefahr mitschwenkt, dass jetzt gleich diese Riesenarmee auftaucht, die die noch mal kriegen. Wisst ihr was, ich probiere auch mal ein bisschen was anders nochmal. Wir werden die hier mal als 1 gruppieren, die als 2, 3, 4... Und dann werden wir hier vorne erstmal die Speerträger so positionieren, dass die hier quasi die erste Reihe komplett bilden. Alleine dann die Bogenschützen dahinter und die hier noch ein bisschen weiter dahinter und ein bisschen enger zusammengefasst. Natürlich kann der Gegner uns immer noch umgehen, aber ich hoffe, dass wir dadurch ein bisschen besser auf die Spur kommen. Und das ist ja schon gleich die fette Kavalleriearmee hier. Als erstes vermutlich gegen uns kämpfen wird. Wobei hier so ein bisschen die Frage ist, was jetzt hier eigentlich passiert. Ich habe es auf jeden Fall im Blick, ihr seht's, dass der von hier oben runter reitet oder so. Bekommen noch Verstärkung da hinten und dort hinten.
So, dann würde ich sagen, werden wir uns gleich mal anders aufstellen. Upsa. Genau, weil sieht so aus, als würden die Wenn dann von da oben runterreiten, so ein bisschen wie Eomer und Gandalf. Hab gerade gedacht, die greifen jetzt mit vollem Galopp hier schnell an. Wäre nämlich nicht so nice. Ich hatte auch die Frage, ob er überhaupt angreifen wird oder ob wir hochlaufen müssen in den Berg. Was mir auch ehrlich gesagt überhaupt nicht behagt. Kommt er? Wir können auch mal ganz kurz warten, bis hier die meisten der Einheiten angekommen sind, auch von seiner Verstärkung, weil meistens ist es so, dass dann die KI reagiert und mir wäre es ehrlich gesagt ganz recht, wenn wir nicht die Offensive führen müssten, obwohl wir jetzt eigentlich die Gegner angegriffen haben, aber trotzdem. Bin mal gespannt. Ist das hier übrigens Hammer hier vielleicht dabei? Irgendwo in so einer Einheit? Weiß nicht, kann sein. Jetzt sind auf jeden Fall so gut wie alle Einheiten da. Jetzt warten wir mal noch, bis die hier drüben stehen. Aber ich hab. Nee, das bringt nichts. Wir können eigentlich angreifen, weil die Gegner werden uns nicht angreifen. Keine Chance. Beziehungsweise auch mal die Bogenschützen und so. Dann würde ich fast sagen, werden wir dahinter hier unsere Infanterie packen. Und diese Speerträger oder die Piken werden wir eher so ein bisschen an die Flanken beordern. Weil es eigentlich so aussieht aktuell, als würde er ja eher von den Flanken mit der Kavallerie kommen und im Zentrum mit seiner Infanterie. Nicht, dass es uns so geht wie im letzten Part in der Schlacht. Wo wir auch wieder wo wir von der Seite angegriffen wurden, von der feindlichen Kav. Oh, das ist uncool. Ach, das sind Skirmisher. Oh, das sind Speerwerfer offensichtlich. Gegen unsere Berserker. Don't like that. Boah, dagegen die hier. Da ziehen wir uns mal ganz kurz zurück. Die Verluste müssen wirklich nicht sein. Von unserer UUK-Infanterie und so. Das muss nicht sein. Oh Gott, ich habe gerade echt ein bisschen Angst vor der Schlacht, um ehrlich zu sein, die hier kommen wird. Weiter zurückziehen, weiter zurückziehen, weiter zurückziehen. Okay, jetzt sieht es so aus, als würden wir hier an der Flanke zumindest mal angegriffen. Ups, würden wir hier angegriffen werden. Mit Scouts und Kavallerie, Scouts und Eolingen. Okay. Okay, die Schlacht beginnt. Oh oh, da hinten kommen noch mehr Scouts. Das wird jetzt ein bisschen unentspannt, da müssen wir jetzt. Oh. Ja, hier müssen wir mal Truppen rausziehen aus dem Zentrum. War halt auch nicht zu viele, gell? Puh, das kann jetzt richtig gefährlich werden hier. Guards of Meduseld. Oh, das wird wahrscheinlich auch eine richtig starke Einheit sein hier. Meduseld, ja. Wenigstens sind die mal da in unsere Speerträger reingeritten, aber noch nicht mit unglaublich übertrieben krassen Verlusten. Wir reiten mal mit unserer Kavallerie. Jetzt hier außen rum. Hier greifen wir an.
mit den Dings hier werden wir mal auf die feindlichen Pikeniere schießen mit unseren Bogenschützen. Steht hier noch Half-Orks. Die Halborks werden mal hier angreifen. Mit denen hier reiten wir jetzt mal hier wirklich außen rum. Ja, nee, lieber die Rohan-Reiter da hinten angreifen. Hier sind ja unsere Piken, die halten das ganz gut aus. Solange sie nicht von hinten angegriffen werden. Das hat aber leider auch nicht so gut funktioniert. So, schießen wir hier drauf. Wo sind die unterwegs? Die sollen doch auch hier mal drauf schießen. Wo sind die? Hier vorne auch hier drauf schießen. Die schießen auch hier drauf, bitte. Die Piken werden wir ein bisschen vorbringen. Okay, hier haben wir offensichtlich ein paar gute und wichtige Kämpfe gewonnen. Hier im linken Bereich des Zentrums oder so ähnlich. Oh, hier kommen auch diese Piken vom Gegner jetzt. Ja, die aber abgeschossen werden, zum Teil zumindest. Hier stoßen wir so ein bisschen in diese Lücke vor. Gegnerischer General ist gefallen. Okay, gut. Dann mache ich mal unsere Truppen hier verbreitet besser. Ja, hier, das gefällt denen natürlich auch nicht so gut, dass sie von zwei Seiten angegriffen werden. Ah, die flüchten jetzt aber sehr gut. Ja, dann schießen wir doch mal da oben weiter drauf. 24% verloren, der Gegner 49%. Ja, schießen wir mal mit allem, was wir haben, auf die feindlichen Bogenschützen hier. Und hoffen, dass das mal was wird. Ich bin ja schon dankbar über unsere Kavallerie gerade, die verabschiedet sich hier. So langsam aber sicher. Hier schießen wir mal auf die Scouts. Damit unsere Piken da ein bisschen entlastet werden. Gegnerischer General ist gefallen, Captain Leofried. Ich habe ja immer ein bisschen panische Angst, wenn da was kommt wegen unserem Saruman, Lurz meine ich. Okay, die flüchten hier auch ordentlich. Dann einmal die Piken angreifen, oder beziehungsweise ja, die flüchten jetzt auch, sehr schön. Können wir eigentlich hier mal wegziehen. Wäre nämlich ganz geil, wenn wir jetzt da hinten ein bisschen verfolgen könnten. Naja. Die schießen uns halt, oder fallen uns halt hier in den Rücken von unseren Piken. Nicht so optimal. Oh, und hier sind, das ist auch nicht optimal, meine Uruk-Hai-Infanterie. Jetzt hier gerade zerpflückt so ein bisschen, oder? Ah ne, hält sich in Grenzen. So, und mit euch reiten wir mal einmal hier durch diese Lücke. Ah, diese Eoling Spearmen, die flüchten auch. Und dann diese Guards of Meduseld greifen wir an. Das ist ja, Meduseld ist ja diese Halle, gell? In der Hauptstadt, wie heißt sie denn? Nicht doof, also nicht in Helms Klamm. Oh, da verrecken wir gerade ordentlich, wenn wir dagegen kämpfen. Das lassen wir mal lieber. Greifen wir lieber hier hinten mal an, bevor die zurückkommen. Das machen wir ja trotzdem recht viel Schaden dort. Und dann greifen wir mit den beiden lieber hier im Rücken mal an. Kommen die, oder sind die schon zurückgekommen? Nee. Es wäre halt geil, wenn wir die zwei Einheiten schon mal vernichten würden. Okay, hier gibt es einen Charge. Super. Oh. Ja, aber es gibt auf jeden Fall ein bisschen was an Verlusten hier. Aber die haben ordentlich reingehauen. Hier haben zwar auch ein bisschen was an Verlusten, aber sie machen einen ganz ordentlichen Job. Die machen auch einen ordentlichen Job da hinten. So.
Ja, von unserer UK-Infanterie haben wir leider ein bisschen viel verloren für meinen Geschmack. Wir setzen hier das Ding noch ein bisschen fort. Die haben leider nicht so einen guten Job gemacht hier beim Verfolgen. Gegnerische gefallen ist... Oh, Hammer ist auch gefallen. War wahrscheinlich auch bei dieser Guard of Medusa, Meduset dabei. Sehr schön. Gut. Haben wir die? So gut wie. Jetzt haben wir sie. Jetzt können wir auch die Schlacht beenden. Wie viel haben wir jetzt? 39%. Wie viel werden geheilt? 5% immerhin, ja. War nicht ganz so eine einfache Schlacht eigentlich, muss man schon mal sagen. 558 Mann verloren. Aber die Gegner durchaus ein bisschen mehr. Noch 200, fast, ja, sagen wir mal 300 Mann übrig. 300 Mann. Das heißt... Wir können dann jetzt hier ordentlich zuschlagen, oh, der Hexenkönig. Und hoffentlich ohne größere weitere Probleme die Provinz erobern und einige schöne Militäreinheiten rausbekommen, für die sich's auch gelohnt hat, dass wir viele Leute jetzt gerade verloren haben. Ja, es kann natürlich auch blöd laufen, je nachdem. Jetzt könnte es natürlich sein, dass dann hier diese Armee da spawnt, sobald wir die Provinz da erobern. Das könnte passieren. Exekutieren hier natürlich unbedingt. Alternativ, ja. Oh, wenn die sich nicht zurückziehen. Doch, die werden sich zurückziehen. Schade. Schade, schade, schade. Lagern wir hier. Ja, zwei reichen dann in dem Fall. Ja, es wäre nämlich ganz cool, wenn wir jetzt die Provinz erobern und dann hier angreifen können, ohne dass hier eine fette Armee von denen kommt. Das wäre geil. Schön wäre es halt auch, also wenn wir dann auch die Schlacht gewinnen oder halt erfolgreich verlaufen würde. Weil dann haben wir nämlich hier so eine ganz schöne Grenze durch. Also West Emnet haben wir dann, Helms Klamm haben wir. Und dann könnten wir hier noch rüber, Edoras heißt die Hauptstadt übrigens. Dann könnten wir hier rüber Edoras angreifen und dann würde vielleicht die Armee spawnen oder so. Aber ich sag's mal, Helms Klamm wäre schon mal in unserer Hand. Und da haben wir ja gesehen, das würde sich, glaube ich, auch finanziell ganz gut lohnen. Ja, würde sagen, wir könnten eigentlich nochmal eine Einheit rekrutieren, das machen wir auch, so eine hier, beziehungsweise meine Orc Reaver Einheit, schauen wir mal, 7, 5, 7, 14, ja gut, die Einheit ist schon besser da, die Orc Half Orcs, die Halb Orcs da, gut, ich hoffe halt, dass die jetzt nicht da angreifen, das wäre uncool, wobei ich glaube, zusammen mit dieser Pigeonier-Einheit und so könnten wir das schon auch gewinnen gegen die, falls sie uns angreifen würden. Ich würde schon ganz gerne erstmal hier Dunlos Tier belagern. Oh. Ah, das ist vermutlich die Armee hier, die hier rüberkommt. Ja. Das wird dann eine Schlacht im nächsten Part. Und wenn es dann gut läuft, können wir auch die gleich besiegen. Die müssten wir ja eh besiegen, bevor wir zu Hornburg kommen. Und dann kann es sein, dass wir im nächsten Part noch mit der Belagerung von Helms Klamm beginnen können. Ob wir die Schlacht schlagen können, mal sehen, weil das hier wahrscheinlich auch schon eine Weile brauchen wird. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Wäre ja cool, wenn wir irgendwie in dieser Staffel schon mal die Hornburg erobern könnten und vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, Leute.